und herzlich willkommen zurück bei Casa Perla. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was ich euch alles zeigen soll. Und deswegen machen wir einfach mal einen Rundumschlag. Also ihr seht schon, ich bin in unserer wunderbaren Küche, da hat sich natürlich nichts getan. Aber im Innenhof fängt es schon an. Neben der Tatsache, dass der wunderschöne Roberto jetzt bei uns ist, den ich ja ein bisschen gepimpt habe. Na, der sieht schon ganz anders aus als vorher. Hat jetzt natürlich noch ein paar Pimp-Chromleisten gekriegt, ne, dass er auch richtig, richtig hübsch ist. Und einen Chrom-Gepäckträger gekriegt. Den Helm hier, den hat meine Mama mir damals noch gegeben. Und den habe ich jetzt noch zusätzlich gekauft. Der passt auch ganz gut, weil, oh ja, das muss ich euch noch zeigen. Ich musste mir ja für meine B196-Ausbildung Motorradklamotten kaufen. Also die wollten eine Motorradhose, Sicherheitsschuhe, eine Motorradjacke mit Protektoren und dass man einen Helm und Handschuhe mitbringt. Handschuhe hatte ich noch. Hose habe ich mir gebraucht, irgendwo aus eBay-Kleinanzeigen für 15 Euro bestellt. Sicherheitsschuhe auch gebraucht. Dachte mir, gut, die kannst du aber hier auf der Baustelle brauchen. Aber Motorradjacke habe ich tatsächlich mir ein bisschen was gegönnt. Keine Angst, das hat jetzt keine 200 Euro gekostet. Sondern ich habe mir diese schicke Lederjacke gekauft. Seht schon, mit ein paar Rennstreifen drauf. Die ist so auf Retro gemacht. Also die ist irgendwie voll nett. Und habe sie auch ein bisschen größer gekauft, weil man zieht ja noch was drunter an. Die hat hier innen drin auch Protektoren und am Rücken auch. Gut, sieht man ja jetzt alles nicht. Aber die ist eigentlich ganz cool. Dann habe ich mir noch braune Lederhandschuhe dazu gekauft. Und wie gesagt, dann jetzt noch diesen tollen braunen Retro-Helm. Und ja, dann ist das Outfit natürlich komplett. Lederhose ziehe ich nicht an, weil ja, wir wollen es mal nicht übertreiben. Also bei der 125er mit dem Ding fahre ich ja sowieso nur zum Aldi zum Einkaufen. Aber selbst das macht Spaß tatsächlich. Ja, ja. Unser Blumenhaufen hier ist verschwunden. Es kommt zwar immer wieder was Neues dazu, so wie jetzt gerade ein Aldi-Olivenbäumchen. Und beim Norma gab es winterharte Palmen. Die sind natürlich jetzt mikroklein. Dafür haben sie auch nur 5 Euro gekostet. Und die dürfen jetzt die nächsten, weiß ich nicht, 10 Jahre in einem Pott wachsen oder so. Oder vielleicht auch draußen. Mal sehen. Vielleicht werden sie irgendwann mal groß und stark. Ja, und dann das nächste ist meine tolle, hier das einfach ignorieren, meine andalusische Wand. Was sagt ihr dazu? Ich habe mich so ein bisschen von den andalusischen Städten so ein bisschen inspirieren lassen. Die zwei Hortensien, die waren ja schon immer da drin, aber da kriegen sie ein bisschen mehr Licht ab. Die hier waren, habt ihr in der letzten Folge gesehen, das sind diese Pferdegespanne. Die habe ich ja umlackiert und das sind jetzt meine Ampeln. Und die Dinger hier, die habe ich beim Obi gekauft, weil ich ja in Zukunft alles schwarz-metallic halten möchte. Die hier sind an die Wand gedübelt und die hier, die hängen. Und ja, irgendwann mal, wenn noch hier mal die Wand komplett neu gemacht ist und hier der Bodenstreifen dann auch eher in dem Farbton ist, auch ich glaube, dann sieht das doch eigentlich ganz nett aus. Ich habe Blumenkästen selbst gestaltet, auch wieder in Anthrazit dunkelgrau, damit das hier ein wenig freundlicher aussieht, wenn die Fassade schon so scheiße aussieht. Hier ist mein Eingangsbereich. Meine Hortensie blüht wie verrückt. Richtig, richtig cool. Ein richtig kleiner Blütenschwamm geworden. Und ja, hier ist mein Schopflavendel, der gerade Blühpause macht. Und ja, hier kommen dadurch, ich hatte hier ja ursprünglich die Clematis, aber naja, ist ja Außenwand. Sollte man nach Möglichkeit nicht gießen. Jetzt haben wir hier diese Sukkulenten gemacht. Die muss man nämlich nicht gießen. Die kommen mit dem Regenwasser aus, was von selber da hinkommt. Ja, und jetzt guckte mal hier. Die Wand ist weiß. Ich habe diesen gesamten Kies weggeschippt, der hier war. Habe Erde ausgehoben, habe unsere Erde rein. Und ja, die Clematis sind jetzt hier drüben. Und ihr seht auch, die fangen allmählich an zu blühen. Wir haben nach Kletterhilfen gesucht und solche Sachen sind unglaublich schweinemäßig teuer, wenn man da irgendwas mit Stahlseilen haben will oder so.
Deswegen haben wir jetzt das hier einfach selber gebaut, beziehungsweise Felix hat das gebaut, nicht ich. Ich möchte da keine Lorbeeren einheimsen. Aber ich finde, das sieht doch jetzt schon eigentlich richtig, richtig cool aus. Wir haben jetzt hier, ich habe so ein bisschen symmetrisch gemacht, ne, ein bisschen Gräser gekauft. Und dazwischen ist jetzt dann immer irgendwas, was blüht. Ein paar einjährige Sachen, aber auch ein paar mehrjährige Sachen. Die Klematis hier haben alle eine unterschiedliche Farbe. Kann man jetzt natürlich nicht sehen, weil sie noch nicht blühen. Aber das sieht tatsächlich abends ganz schick aus. Vor allen Dingen, weil dann meine Solar-LED-Spots angehen. Hier drüben haben wir die auch. Ja, und ansonsten seht ihr schon, das hier ist alles hochdruckreinigt. Das war eine schweinemäßige Arbeit, diesen ganzen Kack mit dem Hochdruckreiniger zu bearbeiten. Die ganzen Bütten sind hier weg. Hier waren haufenweise, ich glaube 14 Bütten, nur mit diesem weißen Kies, der hier drin war. Und noch diese komische, hässliche Betonpflanztopf. Den habe ich versucht zu verkaufen. Wir verkaufen ja inzwischen fast alles über eBay Kleinanzeigen. Und diesen Betonpflanztopf habe ich versucht zu verkaufen für 5 Euro. Dann hat sich irgendwann jemand gemeldet und wollte den haben. Die kamen dann extra mit ihrem Mann angefahren. Und wir haben es zu dritt nicht geschafft, dieses Ding auch nur so ein Stück hochzuheben. Es war so... Ich habe jetzt schon wirklich viel geschleppt hier in diesem Haus. Aber das... Ich weiß jetzt nicht, was das Ding gewogen hat. Echt heftig. Naja, den haben wir jetzt jedenfalls zerstört und entsorgt. Ja, von der hochdruckgereinigten Einfahrt geht es hier rüber in den hochdruckgereinigten Querweg, inklusive noch nicht ausgepflanzten Sukkulenten. Auch hier habe ich den gesamten Kies mit den bloßen Händen rausgeholt, das ganze Unkraut rausgezupft, die Wurzeln rausgezupft. Unsere Hagebutte, jetzt seht ihr mal, wie die eigentlich gewachsen ist, kommt eigentlich von da und hat dann im Laufe der Zeit den gemacht. Von der Seite sieht die ganz hübsch aus, aber wenn man hier davor steht, naja, werden die vielleicht im Herbst einmal radikal absägen, damit sie dann nächstes Jahr wieder so hoch wächst. Und was ich euch noch zeigen muss. Muss ein bisschen vorsichtig sein, dass ich sie nicht spüre. Ja, auch hier haben wir jetzt Blumentöpfe. Keine Ahnung, ich habe mir das eingebildet, ich wollte das machen. Ich bin gerade in Blumenlause, ich finde das irgendwie schön. Ja, und dann geht es schon hier rüber. Eine weiße Wand, da werde ich jetzt heute nochmal drüber streichen und auch hier Hochdruck gereinigt. Was das für einen Spaß macht, diese Fugen auszukratzen, das könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Aber es sieht gleich komplett anders aus. Leider kann ich hier nichts hinpflanzen. Ich könnte höchstens ein paar Töpfe hinstellen. Das könnte ich machen. Aber ihr seht schon, hier haben wir tatsächlich mal keinen Platz, um was zu pflanzen. Apropos Pflanzen. Natürlich muss ich euch noch zeigen, wie meine Hortensien aussehen. Die haben sich nämlich ganz wunderbar erholt. Am Anfang, man sieht es hier, so sind ja eher so Schattenpflanzen, Halbschattenpflanzen. So ein paar haben ein bisschen am Anfang Verbrennung gekriegt. Aber wenn man die dann großflächig wegzupft, sie kommen, also sie gewöhnen sich dann daran und die sind hier echt wunderbar gewachsen. Also das hier war am Anfang, waren das wirklich nur so ein paar kleine Steckerchen. Die sind richtig cool geworden und ja, habe hier verschiedene, weil ich hatte ja auch von verschiedenen Anbietern welche, ein paar vom Aldi, ein paar von diversen Online-Stores und ja, die machen sich gut. Sie wachsen und gedeihen. Ich habe jetzt hier auch gemulcht. Und hier unsere Steine, die wir überall verwenden, wieder hingepackt. Und dadurch sieht das jetzt wirklich richtig nett aus. Vor allen Dingen, wenn ich bedenke, wie das noch vor einem Jahr ausgesehen hat, hat sich jetzt hier echt richtig was getan. Was gibt es denn sonst noch? Meine Beet hier wächst und gedeiht nach wie vor. Es blüht immer irgendwas anderes, genauso wie ich es mir vorgestellt habe. Was gibt es denn im Garten so Schönes zu sehen? Nach wie vor haben wir da vorne ein Loch. Wir haben nach wie vor hier ein großes Loch, haben jetzt aber inzwischen schon zwei von den
ja, Baumstämmen rausgerissen. Was jetzt noch fehlt, ist der hier. Und ja, dann mal allgemein hier so umgraben, weil hier ist noch so einiges an großen Wurzeln. Gott sei Dank waren das hier alles Flachwurzler. Hier drüben sind noch unsere Hühnchen. Die haben jetzt, wie ihr sehen könnt, hier jetzt eine Barrikade gekriegt, weil die nämlich immer in der Früh oder auch den ganzen Tag eigentlich nur hier vorne an der Tür gestanden sind und haben gequäkt und gekräht wie die Wahnsinnigen. Und jetzt ist ein bisschen mehr Ruhe. Hier sind ja, das ist eine der roten Rosen, die ich im Frühjahr gekauft hatte, die jetzt auch wunderbar wächst und gedeiht. Ich sehe gerade, hier muss ich ein bisschen zurückschneiden. Die anderen beiden, die ich hier gepflanzt hatte, sind leider nichts geworden. Die sind nicht angewachsen. Jetzt habe ich einfach wieder zwei Norma-Rosen gekauft. Eine rosane und die müsste rot werden. Und hier ist Clematis und hier ist Clematis. Leider sind die gerade verblüht. Aber ich kann euch vielleicht noch ein Foto zeigen. Ansonsten bei der Chicaria. Was gibt es denn hier sonst noch zu sehen? Ach so, ja, hier die Rose hatte ich euch, glaube ich, letztes Mal schon gezeigt. Bei der Chicaria. Den Hühnchen geht es nach wie vor gut, wie ihr sehen könnt. Unseren zwei Knastdamen auch. Unsere zwei Knastdamen sind dick und fett. Und erfreuen sich ihres Lebens. Stimmt's? Ja. Uschi hat jetzt auch wieder alle Federn hier hinten. Seht ihr das, was die jetzt für einen tollen Bürzel hat? Die haben wir lange Zeit eingecremt und mit Pulli rumlaufen lassen. Die hat sich ihre Federn immer wieder rausgezupft. Aber jetzt hat sie wieder alle Federn und sie lässt sie auch stehen. Hat sich also gelohnt. Hallo. Chantal. Chantalle, hast du dir die Fußnägel schön gemacht? Ja, viel von unseren Kräutern ausgepflanzt, die ja wuchern wie bescheuert. Also hier einmal Salbei, ich glaube Zitronenmelisse, Minze. Hier war bis gestern noch Petersilie. Ungefähr so hoch. Jetzt nicht mehr. Ja. Hier ist nochmal Salbei und nochmal mehr Minze, Melisse, Zeug. Also die Hühnchen leben hier sehr gesund. Meine tolle Baumgruppe. Pampasgras? Pampasgras. Irgend so ein chinesischer Grasdinger. Und hier ist auch wieder Salbei. Also das sieht tatsächlich richtig hübsch aus. Hier so um den Baum rum. Und seht ihr diesen Flieder? Seht ihr diesen Schmetterlingsflieder? Ist der nicht großartig? Oh mein Gott, der ist richtig toll geworden. Wir haben auch ganz viele Schmetterlinge, die sich dann hier immer durch das Gitter quetschen. Ah, da ist gerade sogar einer. Ich frage mich immer wieder, wie die das schaffen, durch diesen Zaun zu kommen. Ja, ansonsten, alles blüht hier echt wirklich wunderbar. Hier diese kleinen Ableger von unserem Pflaumenbaum. Die lasse ich tatsächlich auch immer stehen, weil ich mir denke, ne, so gerade wieder hinten, wenn das so ein bisschen zuwuchert, ist ja ganz nett. Die Hühnchen laufen ja auch ganz gerne mal zwischen den Sachen hin und her. Und ja, hier hinten wachsen ein paar neue Yuccas. Die habe ich jetzt vorsichtshalber mal eingezäumt, damit die Hühnchen nicht wieder alles platt machen. Das Hühnchen-Iglu ist von Felix geflochten worden. Mehr, ja. Ich würde nicht sagen, mehr oder weniger professionell, weil er hat es besser gemacht als ich. Ich habe es nämlich nur irgendwie zusammengebunden. Aber hier, hier ist der Eingang. Das lustige Buschbäumchen. Wächst und gedeiht auch wie verrückt. Da hocken sie sogar manchmal auch drin. Also ihr seht schon, den Huhns geht's gut. Hier drinnen hat sich gar nicht so viel geändert. Außer, ich glaube, die habe ich euch ja schon gezeigt, oder? Meine tolle Ahnengalerie, die jetzt hier hängt. Und Felix hat auch ein neues Legenest gebaut. Und ihr seht schon, da waren sie auch schon ganz, ganz fleißig. Ja. Unten habe ich noch das alte stehen, weil manchmal kloppen sie sich ja. Manchmal finde ich hier an der Stelle ein Ei, weil es irgendjemand nicht rechtzeitig geschafft hat, weil jemand da oben blockiert, weil nebeneinander Eier legen, das funktioniert ja nicht. Ne? Ich habe, wie mir befohlen, Bütten gewaschen und habe sie zu einem großen Kunstwerk aufgebaut. Und ich nenne
dieses Kunstwerk? Bottisch Gangbang. Nein, ich nenne es, guck mal, der in der Mitte hat Freibier. Partyhaus. Letztes Jahr 12 neue Exemplare gefangen für die Nachbarn als Hochzeitsgeschenk, weil die bauen demnächst auf. Und da sind so eine Bottichherde ist da schon sehr, sehr praktisch auf jeden Fall. Sehr angenehme Wesen. Leicht zu halten. Sehr genügsam. Lange Lebensdauer. Kommen auch mal ein Jahr ohne Nahrung aus. Das ist kein Thema. Dann tun sie nicht. Sind schon echt zauberhafte Wesen. Unsere Terrasse sieht derzeit so aus. Es regnet ja die ganze Zeit. Dementsprechend ja, sind jetzt hier gerade keine Polster oder sonst irgendwas. Aber ich wollte euch mal hier noch unsere lustige Chili zeigen, die jetzt auch komplett rot geworden ist. Also die, ich hätte nicht gedacht, dass das Zeug so gut wächst. Ja, und hier ist Felix ganzer Stolz. Das sind seine Tomaten. Also ihr seht schon, das sind 2 Meter. Das ist echt heftig. Und vor allem hängen hier voll die Ballermänner dran. Richtig, richtig heftig. Das sind irgendwie so Snack-Tomaten. Das sind so längliche Tomaten. Nee, das sind normale, das sind Snack-Tomaten. Und hier kommen Ochsenblut-Herz-Tomaten. Also so richtige, ihr seht das jetzt schon, das wären schon so richtige Ballermänner. Dann haben wir hier noch ein paar Rosen, die wir auch vom Aldi gerettet haben. Wir haben hier lauter Aldi-Rettungsrosen. Und ja, Felix ist sehr fleißig damit beschäftigt, seine Tomaten zu hegen und zu pflegen. Und sein Ziel ist es ja irgendwann, dass man dann hier sitzt, sich zur Seite drehen kann mit einem Salz- und Pfefferstreuer und dann sich hier dann seine Tomaten wegnimmt. Außerdem wollte ich euch noch zeigen, hier hinten haben wir jetzt ein kleines Kästchen. Mit diesen Lichtschaltern macht man die LED-Beleuchtung an und aus. Und hier haben wir zum Beispiel für Musikbox und sowas, Handyladen, noch Steckdosen. Auch alles, an alles gedacht. Hat Felix hier schon angefangen, eine Furche auszuheben. Hier kommen, haben wir dann ganz viel. Hier ist unter anderem dieser Kies, den ich aus der Einfahrt vorne geholt habe. Hier kommt dann eine Abschlussleiste hin. Wird noch gemacht. Hier drüben kommt dann auch noch eine Abschlussleiste hin und ein kleines Treppchen. Hier kommt ja unser Pampasgras hin. Es wird gerade noch gemauert. Das sind die restlichen Steine, die wir dafür noch haben. Und hier ist inzwischen das zweite Beet. Und das, was hier aussieht wie lauter Seerosen, das ist alles Hokkaido. Oh, das ist der absolute Wahnsinn. Dieses Zeug hier, das wächst überall hin. Das ist so heftig. Ich weiß nicht, wie viele Hokkaidos wir irgendwann mal haben werden. Das Zeug, das ist exponentiell, vor allen Dingen jetzt mit dem Regen. Das hat dem wohl echt gut gefallen. Das waren 2 so kleine Plätzchen. So klein. Und die waren da und da. Und jetzt? Ja, da geht der Mais schon fast unter. Aber ihr seht, er kommt langsam. Unser erster Zuckermais. Voll cool. Und da hinten irgendwo ist noch, hier ist schwarzer Palmkohl, Tomaten und eine Süßkartoffel. Mal sehen, ob die das überleben. So wie der hier expandiert. Es ist schon ein bisschen abartig. Ich werde mir jetzt im August noch mal, glaube ich, eine Woche Urlaub nehmen. Ich habe nämlich noch jede Menge Urlaub übrig. Und dann wollte ich, wie schon mal letztes Mal gesagt, hier, dass da... Und das da und das da alles noch fertig abschleifen und auch mit Silikatfarbe einlassen, so wie hier drüben, damit das dann einmal ordentlich aussieht, auch mit dem Sockel. Und ja, gucken wir mal. Was gibt es sonst noch Neues zu erzählen? Wir warten nach wie vor noch auf den Statiker. Dem haben wir ja kurz nachdem wir unsere Baugenehmigung gekriegt haben, die gesamte Baugenehmigung weitergegeben. Der muss ja jetzt erst noch die komplette Statik ausrechnen und uns dann auch sagen, für welche, ne, wir machen ja ein paar Durchbrüche, welche Balken wir dann brauchen und so weiter und so fort. Deswegen, ja, da warten wir jetzt seit 3 Wochen drauf. Wir hatten jetzt heute ganz kurz einen Schock, als wir uns gedacht haben, oh, da wo unser Statiker wohnt, da sind auch Überschwemmungen. Nicht, dass unsere Baugenehmigung davon geschwommen ist und wir eine neue brauchen.
Aber wir haben heute das Go gekriegt, es ist alles gut. So, das Go, die Nachricht bekommen, es ist alles gut. Und er hatte nur ein bisschen feuchten Keller, aber mehr nicht. Das heißt, der Statiker kommt dann hoffentlich bald mal vorbei und rechnet uns das aus. Und dann kann es auch drinnen endlich mal losgehen, weil wir wohnen jetzt fast ein Jahr hier. Und wir haben drinnen außer rausreißen noch nichts gemacht. Und es wäre schön, wenn wir jetzt mal anfangen könnten. Ansonsten, was mache ich heute noch? Ich werde jetzt gleich die Wand das zweite Mal streichen. Und dann möchte ich Folgendes probieren. Ich bin da total hibbelig und aufgeregt. Ihr habt ja gesehen, ich habe so schön Hochdruck gereinigt. Ich habe eine Betonlasur gekauft. Das ist quasi wie eine Holzlasur. Also das packt man auf Pflastersteine drauf und übermalt die damit nicht, sondern man färbt die quasi so ein bisschen ein, sodass die Struktur erhalten bleibt, sondern die werden einfach nur dunkler. Und nachdem wir ja alles hier in Weiß, Anthrazit und Holz machen, haben wir uns gedacht, diese hässlichen Steine, wenn man die dunkel macht, sehen sie vielleicht wieder ganz cool aus. Und das werde ich an diesem Verbindungsweg ausprobieren, weil wenn es scheiße aussieht, dann ist es wenigstens nur da. Ich bin gerade auf dem Weg nach Unna, beziehungsweise ich bin schon in Unna, weil ich heute nochmal 4 Hühnchen aufnehme von Rettet das Huhn. Allerdings werden die nicht bei mir bleiben, sondern die sind nur übergangsweise da. Es ist nämlich eine Massenrettung mit 125.000 Hühnern und da wird wirklich jeder Platz gebraucht. Also jedes Huhn, was da rauskommt, darf leben und dementsprechend habe ich gesagt, ich nehme 4 Stück auf und ja, die werden dann weitervermittelt im Raum Köln. Das heißt, die bleiben erstmal bei mir, aber ich habe ja Platz so gesehen. Ja, die hole ich jetzt ab, nehme außerdem noch 5 Stück für eine andere Adoptantin aus Aachen auf. Und ja, deswegen bin ich auch mit Felix Transporter unterwegs. Das wird auf jeden Fall interessant. Das Ganze hat sich jetzt ein bisschen verspätet, deswegen war ich jetzt noch beim McDonald's zum Eis essen und beim Klamottenshoppen in Unna und ja, habe mir die Zeit vertrieben. Aber jetzt geht es dann gleich los und ich bin auf dem Weg zum Übergabepunkt. Chuk-Chuk sind angekommen. Ja, ja, die kommen direkt raus. Tok, 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 tok. Ziemlich kaputt. Die haben ja hier auch Futter, oder? Ja, wahrscheinlich nicht so gut, wenn sie erst als allererste Amtshandlung erstmal ein paar richtig fette Steine frisst. Das würde ich kennen. Und haben wir Verwandtschaft irgendwo so scheiße? Ich sitze jetzt gerade hier draußen mit den neuen Hühnchen und beobachte sie ein wenig. Sonne geht gerade unter. Ist aber sehr schön zu sehen, dass sie alle agil sind und alle trinken und essen und das Gras erkunden und zupfen und ja, das ist schön.
Es ist zwar auch traurig zu sehen, wie sie aussehen, weil dagegen waren unsere zwei vorherigen richtig gesund und fit, aber es wird, es wird. Es ist Schlafenszeit und unsere vier Knastis sind von mir Hand hier reingetragen worden, mehr oder minder freiwillig. Ja, das war Tag 1 von der Hühnerrettung. Ich bin mal gespannt, wie es morgen weitergeht. Die Hühnchen stehen am Fenster und gucken rein, wer da in ihrem Stall drin ist. Kann ja nicht sein, dass wir nicht in unseren Stall dürfen. So, heute Morgen habe ich Kindergarten gespielt und die Hühnchen versorgt. Das war ein Ding für sich, aber habe noch viel Kleinscheiß gemacht, Pflanzen gedüngt und Sachen zurückgeschnitten und neu angebunden. Heute geht es jetzt endlich an die Probelasur von diesen Steinplatten und ich bin schon sehr gespannt, wie es aussieht. Ich mache es mit Absicht hier und nicht hier in der Haupteinfahrt oder da drüben, für den Fall, dass es scheiße aussieht. Aber wir lassen uns mal überraschen und ich würde sagen, jetzt geht's los. Aber ich möchte euch mal zeigen, wie es jetzt aussieht. Hier ist das Ergebnis. Dadurch, dass die hier heller waren als die, ich glaube auf dem Video sieht man das gar nicht so, möchte ich aber hier und da hinten, da sieht man es noch, die sind ein bisschen heller, ein zweites Mal drüber, dann mache ich hier auch noch die Fugen. Der Felix ist währenddessen ganz fleißig am Abschluss machen. Er hat nämlich hier gestern... Zum Abschluss kam der Abschluss. Felix. Sozusagen. Erklär mal, was du hier gemacht hast. Da. Aufschachteln. Ja, das Loch haben wir noch gesehen letztes Mal. Schrott voll füllen. Das haben wir auch gesehen. Kies-Scheiß. Genau. Das hier ist kein Holz, das ist Beton. Ich dachte gestern, das wäre Holz. Nee, das sind die Begrenzungssteine, die wir hier vom Weg alle rausgebuddelt haben. Die wurden jetzt recycelt. Schöne Begrenzung, damit das Gräsenchen da bis dran wachsen kann. Aber also ein schöner Übergang und dann ja. Jetzt bin ich hier halt noch am Planieren, am Haken. Ich habe jetzt auch einen Trick angewendet. Wenn man so macht, ne, eine Kurve zieht, dann kann man am besten die Kurve kratzen. lange Hand vorbereitet, ich spreche natürlich, wie üblich. Nein, man sieht, es wird gerade. Gerade. Plan. Plan, genau. Das war voll der Acker hier. Und da ich dann schön über den Horizont schielen können möchte, wenn ich da mal besoffen auf der Terrasse liege und so zur Seite gucke. Bist du aber damit beschäftigt, dass sich das Haus dreht? Dann muss das akkurat sein. Mhm. Weil mir sonst schwindelig und schlecht wird. Mhm. Ja. Das ist gut. Und für. Tag 3 der Hühnerrettung. Nach ein wenig Chaos, meistens in der Früh, wenn es ums Eierlegen geht, wollte ich euch jetzt mal zeigen, wie süß das ist. Sie haben jetzt die Sonne für sich entdeckt, jetzt wo sie sich mal raustrauen.
Und hier wollte ich euch jetzt mal zeigen, ich habe jetzt auch noch die zweite Einfahrt mit dieser Betonlasur eingelassen, weil wir den Farbton beide eigentlich ganz hübsch fanden und es dann mit dem Querweg ein bisschen zusammengehöriger aussieht. Hier seht ihr auch, habe ich schon die Sockelfarbe aufgebracht. Die habe ich gerade hier frisch gestrichen. Die passt tatsächlich auch ganz gut zu dem Grau von der Betonlasur. Die Wand habe ich ja auch frisch geweißelt mit Kalkfarbe. Und wo ich hier gerade dabei war, war den Sockel von dieser mit den Nachbarn geteilten Mauer zu streichen. Allerdings seht ihr schon, diese Mauer müsste man eigentlich neu machen. Also es ist eigentlich jetzt erstmal nur so eine Notlösung, damit das Ding da nicht irgendwie wie so ein Fremdkörper dasteht, sondern sich irgendwie anfügt. Aber naja, das hier war dann jetzt das fertige Endergebnis. Mehr schlecht als recht, aber naja, es geht. Und dann kommt der schönste Part von allem, nämlich das Kreppband abziehen und sich freuen, dass man eine schöne gerade Linie hat. Und ja, ich finde, das Endergebnis kann sich sehen lassen. Ich will jetzt nicht sagen, es sieht aus wie neu, aber es sieht auf jeden Fall sehr viel besser aus und wir sind sehr happy damit. Das hier wird gerade unser Abendessen. Und wer jetzt denkt, das sind Käseschnitzel? Nein. Oder Dösen? Oder Tofu? Nein. Oder Sellerie? Auch nicht. Oder das... Aubergine? Jetzt kann man... Felix, hast du noch das? Ah ja. Es ist monströses Gehirn. Diese hübsche kleine Styroporkugel ist ein Pilz. Das, was so aussieht wie Bauschaum, kann man tatsächlich essen. Angeblich. Wir werden es herausfinden. Hoffen wir, dass das Internet uns nicht belogen hat. Nennt sich Riesenbovist. Und kann man machen wie ein Schnitzel, wie man sieht. Und soll auch ähnlich schmecken wie ein Schnitzel, wenn er fertig ist. Hat der Nachbar mir gegeben und die wachsen bei dem. Die werden bis zu so. 50. Ach du Scheiße. Also die können 50 cm werden im Durchmesser. Also ja, machst du drei Familien satt dann, ne? Mit dem Ausgewachsenen. Ich finde, wenn uns langsam irgendwann das Geld mit dem Kredit ausgeht, sollten wir die definitiv züchten. Ich werde den Nachbarn, wenn es gut schmeckt, werde ich den Nachbarn auf jeden Fall darauf anhauen, dass ich da ein paar Post polieren kann, dass sie bei uns auch wachsen. Ja, jedenfalls habe ich noch bayerischen Kartoffelsalat gemacht und jetzt werden wir gleich wissen, wie das schmeckt. Der Moment, der war. Drumroll. Schmeckt nur nach Panade wahrscheinlich. Nee. Nee, mehr Salz dran gekommen, aber ja, nach Panade. So ein bisschen wie Schnitzel. Und so einen ganz feinen Hauch Pilz. Aber ja, komm essen. Dann werde ich jetzt auch mal mein Glück versuchen. Es ist Sonntag und nachdem ich heute ja wieder mal keinen Krach machen darf, habe ich heute ganz viele Sachen gemacht, die keinen Krach machen. Unter anderem das hier. Ich habe einmal den kompletten Innenhof einmal ausgespült. Erst gekehrt und dann ausgespült. Und ja, aber macht doch einen sehr deutlichen Unterschied. Mal gucken, wie es aussieht, wenn es abgetrocknet ist. Aber nach ungefähr einem Dreivierteljahr nur Schleifen und Sägen und Stauben war hier doch so einiges drin, was man mit dem Besen dann nicht mehr rauskriegt. So gesehen, ja, doch, wird. Oh Gott. Schicki. Schicki hat Zügel. Nee.